Wir bleiben noch im Fernsehgarten. In der letzten Folge hatte ich ja die Zipfelbum und heute kommen schon die nächsten Party-Leute, die ich im Interview habe, nämlich sie kommen aus Holland, Hermes Houseband. Ja. Hello and hello. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. How are you? I see. I'm fine. Yeah. What's the matter? Was ist passiert? Ich habe meine Kreuzband abgerissen. Oh. Ja, auf der Bühne. So, das war eine gute Geschichte, ist das. Beim Auftritt? Ja, beim Auftritt, ja. Und jetzt, trotz allem, du ziehst das durch? Muss man normalerweise nicht mehr? Ja, das ist jetzt, ich kann ein bisschen auf spazieren und das geht, nächste Woche geht das wieder ein bisschen gut. Mhm. Und dann habe ich diesen Winter, werde ich operiert. Oh. Mhm. So. Aber ja, das ist ja, das ist ein bisschen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, heißt so schön. Nein, nicht wirklich. Nein, das ist okay. Okay, dann deine beiden Mitstreiter, die vorne auf der Bühne stehen. Ihr macht so richtig schöne Partymusik. Was ist denn euer aktueller Titel? Mit was seid ihr gerade unterwegs? Please Don't Go ist unsere neue Single. Und heute Tag haben wir auch unser neues Album. Ganz neues Album, genau. Liegt im Laden. So, wir haben etwas total anderes gemacht, ja, wie die letzten Jahre. Wir haben die 90er Jahre haben wir zurückgenommen und wir haben da etwas anderes mitgemacht. Und wir haben Titels wie Songs wie Eternity, Rhythm of the Night, die kennst du schon. Saturday Night, dance and act the way. Aber wir haben etwas total anderes damit gemacht. Ein bisschen Rock. Ich bin sehr stolz, weil es ein sehr gutes Album und wir möchten ihr gerne eine geben. Das okay. ist für dich. Bitte, danke. Dreht das mal auf ihre Website und so. Und das dann, machen dann wir. Können die Leute ja. das vielleicht hören. Das machen wir, versprochen. Ne? Ah, super. Nee, ich bedanke mich da mal recht herzlich dafür. Was sind eure Pläne? Wo seid ihr anzutreffen den Sommer über? So viel, aber das steht alles auf hermeshouseband.com. Ja. Wir haben eine neue Site. So. Eine neue Website. Yeah. Okay. Und es gibt die ganze Konzertagenda, weil wir sind sehr viel in Deutschland ja. dieses Jahr. Die ganze Sommer. Mhm. Die ganze Sommer. Aber wir gehen auch nach Norwegen und Norwegen. Wie heißt das mal? Norwegen. Norwegen. Aber wir gehen auch nach das nach der Karib. Gehen wir auch? In die Karibik. In die Karibik. Das ist ganz ja. was anderes, ganz andere Richtung. Ja. Ja. In Holland, wo seid ihr da genau zu Hause? Wo seid ihr? Wo ist eure Heimat? Das können wir nicht sagen. Ungefähr. Ich komme aus Nordbrabant, das ist in die Nähe von Provinz in Holland, neben die Grenze von Belgien. Okay. Ja. Da seid ihr alle? Ja, Job wohnt in Gouda. Das ist ein okay. richtiger Käsekopf. Und ich wohne 10 Minuten entfernt von Job, weil wir können nicht zu weit auseinander wohnen. Dann vermissen wir uns. Aber ihr seid ja jetzt nicht alleine auf der Bühne. Es gibt ja immer noch die Band jetzt mit dazu, mit der ihr auftreten. Ja, ne? ja. Hey, wo seid ihr? Komm dabei! Komm mal her! Und ist das das Besondere? Ja, das Besondere ist, dass wir seit, wir sind immer eigentlich eine ganze Band, waren wir. Und seit 2 Jahren spielen wir eigentlich nur noch mit der ganzen Liveband. Ja. Und so viele Leute in Deutschland, die kennen uns natürlich von uns drei. Aber wir sind wirklich immer ein Band gewesen. Okay. Und das wollen wir den Leuten jetzt auch zeigen, dass wir... Sehr schön. Es ist natürlich die Hermes House Band. Hermes House Band, genau. Ja. Na, wünsche ich euch auch. Wir fehlen noch 2 Leute. Ja. Die liegen noch im Bett, weiß ich. Das sind die Bläser. Die sind heute am Sonntag früh noch nicht aufgestanden, stimmt. oder? Mutti-Tag und alles. Ja. Richtig. Okay, wir sind jetzt, wie gesagt, hier im Fernsehgarten. Ihr müsst jetzt gleich zum Finale. Ja. Na? Ich wünsche euch alles Gute, vielen Dank. Eine schöne Sommerzeit und viel Erfolg mit dem neuen Album. Ja. Okay, vielen Dank. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.